Hallo Hannover, wir freuen uns, in unserer Partnerstadt sein zu dürfen bei der Hannoveraner A Cappella Woche und haben die große Ehre, heute die 22. Ausgabe zu eröffnen. Super schönes Gefühl, zurück zu sein. Wir sind, glaube ich, zum 5. Mal jetzt dabei. Ganz sicher waren wir nicht. Aber Hauptsache dabei. Und vor allem Hauptsache, es gibt die A Cappella Woche Hannover. Und Hauptsache, es gibt A Cappella Leipzig. Also nach der ganzen Berappelung, wir müssen jetzt nicht durchgehen, die Krisen dieser Welt. Es ist wichtig, es gibt uns, es gibt die Leute, die uns hören wollen, es gibt die Leute, die singen und es gibt die, die das veranstalten. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir diese Zeit jetzt gemeinsam durchstanden haben und jetzt irgendwie wieder singend nach vorn gucken können. Ja, und es gibt eine ganz große Verbindung, nicht nur die Partnerstadt Leipzig-Hannover, sondern es gibt diese große Verbindung zwischen den beiden Festivals. Unser eigenes Festival, A Cappella Leipzig, ist sozusagen die Mutter. Und über Modell Andante, diese Kult-Hannoveraner-Gruppe, ältere unter euch werden sich erinnern, die war damals tatsächlich bei uns zu Gast zum Festival und hat die Idee im Grunde mit nach Hannover, mit nach Hause genommen sozusagen und dann hier die A Cappella-Woche etabliert und uns immer mal auch zu Gast sein lassen. Ne? Umso schöner. Der Impetus ist irgendwie jetzt erst recht gemeinsam weiterzumachen. Also sozusagen, nachdem wir all diese Prüfungen und Herausforderungen gemeinsam bestanden haben, zu sagen, jetzt gehen wir weiter. Jetzt ist vielleicht ein bisschen sogar schon eine Ziellinie in Sicht. Wir müssen langsam uns ein bisschen fokussieren. Wir müssen gucken, welche Musik wartet da noch auf uns. Und wir sind ja zu Großteil auch eine alte Musikgruppe. Was wollen wir auf jeden Fall noch singen? Welche Projekte wollen wir umsetzen? Wo stecken wir jetzt Kraft und Energie rein? Und es kommen Sachen aber auch fast wie von selbst zu uns. Also zum Beispiel jetzt ein Lehrauftrag in Leipzig an der Musikhochschule, wo wir klassische Sänger in Ensemblesingen unterrichten und ihnen zeigen, wie geht das eigentlich, dieses gemeinsam Singen und eigentlich zu erkennen, Musik ist das, was gemeinsam passiert. Und da haben wir ganz viel anzustecken und weiterzugeben. Und das ist echt schön, dass sich die Dinge manchmal auch von selber finden. Natürlich musst du Dinge antreiben, musst investieren, aber gelegentlich kommt auch was von selbst zurück und das ist dann, glaube ich, umso wertvoller. Also man nimmt natürlich, wenn man das so lange macht, könnte es passieren, dass man vieles als selbstverständlich hinnimmt. Ja, das haben wir schon ein Jahr aus relativ lange betrieben, Konzerte zu singen. Aber tatsächlich, Daniel hat es ja auch schon gesagt, nach allen Prüfungen mit Corona und so weiter, aber auch mit unserem eigenen Älterwerden, glaube ich, individuell und als Gruppe, ist was passiert, man schätzt das, was man tut und tun darf, mit mehr Demut, mehr denn je. Also da kommen, glaube ich, ganz viele Punkte zusammen. Und die sagen einem eigentlich immer, nichts ist selbstverständlich. Und du musst es ja jeden Tag neu verdienen. Und es ist irgendwie ein Privileg, das tun zu können. Also man schätzt wirklich, das klingt jetzt schon wie die letzten Tage als 90-Jähriger oder so, aber ist tatsächlich so. Also mit diesem Blick auf die Geschichte und auf die Sangeszeit, die wir noch haben, es ist bestimmt nicht mehr so lange, wie es uns gibt, kann ich mir schwer vorstellen. Mit 80 geht es wohl nicht so. Man schätzt es mehr und das bringt schon irgendwie so ein Bewusstsein, was auch wiederum den Projekten, glaube ich, hilft, wie man sich denen nähert und wie man damit umgeht. Also das ist wichtig geworden. Danke Hannover, danke A Cappella Woche. Eine großartige Zeit und wir sehen uns auf den Bühnen der Stadt.